jetzt kommt natürlich ein Traktor hier lang. Hallo ihr Lieben, willkommen. Alter, das gibt's doch gar nicht. Würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr Abonnent unseres Kanals werden wird. Alles klar. Best of. Okay, ich bin heute absolut nicht in der Lage zu sprechen. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video und zum Best of April. Mit kleiner Verspätung. Normalerweise kommen ja unsere Recaps immer am letzten des Monats, aber wir hatten ja am 1. Mai unser Live-Event und die Vorbereitungen dazu haben vor allem am Wochenende einfach nochmal ganz schön viel Zeit in Anspruch genommen. Dementsprechend jetzt mit Ruhe und Liebe alles für euch vorbereitet. Und vergesst nicht, dem Video ein Like und Kommentar dazu lassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und falls ihr es noch nicht seid, würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr Abonnent unseres Kanals werdet und wir euch hier regelmäßig als Zuschauer begrüßen dürfen. Und jetzt wünsche ich euch ganz schnell ganz viel Spaß beim Video. Der April hat vor allem eins für uns bereit gehalten, und zwar das typische Aprilwetter und ganz schön viel Regen. Aber wir wollen ja immer das Positive sehen. Und dementsprechend ist das Gras schon sehr gut am Wachsen, weshalb die Pferde schon die ersten Stunden auf den Weiden verbringen konnten. So spektakulär sieht das übrigens aus, wenn man Castor das erste Mal auf Weide stellt. Wild. Richtig wild. Was den April natürlich am meisten geprägt hat, war definitiv Püppis Auszug. Nach 5,5 gemeinsamen Jahren, vielen sportlichen Erfolgen und einfach so vielen schönen Erinnerungen bringt sie uns jetzt hoffentlich ganz, ganz, ganz erfolgreichen, sportlichen, pferdigen Nachwuchs und galoppiert freudig über die bayerischen Wiesen. Da habe ich schon ganz tolle Videos bekommen, kann ich euch gleich mal was von einblenden. Und das ist einfach das Schönste, wenn man das Pferd dann zwar nicht mehr bei sich zu Hause hat, aber sowieso immer im Herzen und so glücklich sieht. Wenn es da irgendwie was Neues gibt in Richtung Fohlen, halte ich euch natürlich gerne auf dem Laufenden, wenn das alles spruchreif ist. Bevor sie ausgezogen ist, hat sie aber ja den Mädels noch einen ganz, ganz großen Dienst erwiesen und all ihre Erfahrungen gezeigt und ausgespielt beim Reitabzeichen und hat ihnen dadurch natürlich eine ganz tolle Prüfung und einen ganz tollen Tag beschert. Es sind aber noch mehr Pferde ausgezogen, nämlich Melly, Mercy und Monte.
Mercy und Monte sind wieder zurück zu ihren Besitzern nach Hause gegangen und Melly hat ein ganz, ganz tolles neues Zuhause gefunden. Und dadurch haben sie natürlich Platz gemacht für neue braune Pferde. Obwohl ein Pferd nicht braun ist. Es hat eine besondere Farbe, gab es bei uns auch noch nicht. Also wenn, dann habe ich es vergessen. Aber ich glaube, also zumindest vor allem in der Farbgebung definitiv noch nicht. Und Linus werden wir euch nächste Woche vorstellen. Und es ist übrigens auch eine alte Bekannte wieder bei uns eingezogen. Zwar am 1. Mai, aber das zählen wir jetzt einfach mal noch zum April dazu. Witzigerweise haben wir festgestellt, dass sie vor 2 Jahren auf den Tag genau am 1. Mai das erste Mal bei uns eingezogen ist. Ich bin jetzt gespannt auf die Kommentare und wer es richtig tippt oder vielleicht auch nachschaut und da den richtigen Namen in die Kommentare haut. Wer im April ganz viele tolle Fortschritte gemacht hat, ist auch die Lavar. Der hat sich zwar jetzt gerade letzte Woche so einen kleinen Cut über dem Karpalgelenk zugezogen, was aber Gott sei Dank nicht dramatisch ist, ganz im Gegensatz zu seinem Benehmen, wenn es um Wundversorgung geht. Er ist ja wirklich das bravste und entspannteste Pferd der Welt. Außer er hat ein Wehwehchen. Der ist wirklich ein richtiger Mann. Aber der kleine Kerl, er ist schon über 1,70 inzwischen. Aber er hat das erste Mal Longiergurt kennengelernt und auch schon einmal die Trense drauf gehabt. Und wie immer ist ihm alles völlig egal, alles so unspektakulär und entspannt mit ihm. Also ich bin sehr gespannt, wo die Reise weiterhin hingehen wird. Er bekommt jetzt erstmal Zeit, dass er da sein kleines Hewiechen auskuriert und dann geht's weiter im Training. Lass dich schön aufpassen, mein Kleiner. Super, hier fein. Gut, bitte. Du kleiner Arsch. Ach so, ja. Der Blick jetzt aber auch. Und dann so, warte mal, ich muss es loswerden. Er wirst du aber nicht los. Okay, nehme ich es wieder mit. Klasse. Ja. Schön fallen lassen. Super. Fein. Klasse. Gut machst du das. Super. Ja, gut. Super. Klasse. Nicht eiliger. Gut so. Jawohl. Gut. Super. Super. Bitte. Klasse. Wie gut du das machst, ja voll gut, super, ganz toll, ganz toll. Im April ist ja auch die grüne Saison zumindest schon mal für die Nachwuchspferde gestartet. Das könnt ihr aber auch alles ganz ausführlich in den Weekly- und Turniervlogs nachschauen. Mit Castor musste ich meine bisherigen Turnierpläne leider immer wieder so ein bisschen verschieben und umdisponieren. Er hatte ja Anfang April eine leichte Kolik. Das war genau an dem Tag, als wir die Püppi wegbringen wollten. Und wahrscheinlich hat er das auch so ein bisschen gespürt und da dann ein bisschen Bauchweh bekommen. Jedenfalls ist es Gott sei Dank alles ganz, ganz schnell und glimpflich abgegangen und konnte schnell behandelt werden und war auch an dem Tag direkt danach wieder fit. Aber entsprechende Medikation hat natürlich auch entsprechend lange Karenzzeit für die Turniere nach sich gezogen. Dementsprechend starten wir jetzt später als geplant in die grüne Saison, aber dafür hoffentlich umso besser.
Und wenn wir schon beim Thema Turniere sind, habe ich euch hier angekündigt, zu versuchen, euch einen kleinen Ausblick immer in den neuen Monat zu geben, wo wir so auf Turnieren unterwegs sein werden. Da kann sich natürlich jederzeit immer spontan irgendwie was ändern und ich kann jetzt nicht sagen, mit dem Pferd bin ich dann und dann diesen Tag da und da. Aber so für die grobe Planung kann ich euch das schon mal mit auf den Weg geben. Am kommenden Wochenende werden wir in Walitz sein, am darauf folgenden Wochenende in Wilkenburg. Und danach geht es dann schon zwar dreimal umgeplant, aber freudig nach München zur Pferd International. Da werde ich mit Castro am Start sein, das kann ich schon mal sagen und freue mich sehr drauf. Wir waren ja jetzt schon zweimal da und hatten auch immer wirklich erfolgreiche Prüfungen. Letztes Jahr war ich ja mit drei Pferden da, mit Castor, Cassano und der Püppi. Diesmal ist nur Castor dabei, weil der Nachwuchs einfach jetzt noch nicht so weit ist. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Wir geben unser Bestes, freuen uns auf ein ganz, ganz tolles Turnier und vielleicht sehen wir uns ja dort oder bei einem anderen Turnier. Und wie es Pfingsten bei uns aussieht, das kann ich noch nicht so genau sagen. Aber ihr werdet das ja auch in den Vlogs bis dahin mitbekommen. Und wie immer beenden wir den Recap mit eurer Lieblingskategorie, dem Buchenhof Live, mit allen Fails, Outtakes und Einblicken hinter die Kulissen, die es bisher nicht in die Videos geschafft haben. Und ich verabschiede mich an der Stelle jetzt gleich schon mal von euch. Wünsche euch ganz viel Spaß dabei und hoffe, ihr seid gut in den Mai getanzt. Und wir sehen uns am Samstag zum neuen Weekly Vlog wieder. Und dann gibt es wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche, das kann ich noch nicht so ganz versprechen, wie ich alles schaffe, die ersten langen Einblicke von unserem Live-Event, was einfach ein wunderschöner Tag war. Wir hatten bombastisches Wetter, ganz tolle Gäste, ein reibungsloses Programm. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Hallo, seid ihr die Süßesten? Ich brauche mehr Strick, ich möchte fressen. Du möchtest keinen Kuss mehr? Fertig genug? Eigentlich könnte ich mir hier vorne noch was ins Glücksstück schnallen, oder? So zum Runden. Navi oder was? Links und rechts wäre nicht schlecht. Ich dachte, das kann ja nicht sein. Scheiße, ihr müsst gleich. So sieht der Halsschiff aus. Und auf der anderen Seite. Oh. Ups. Ja, hallo, hallo. Ja. Ganz entspannt. Moin. Nicht aufstehen. Alles ist gut. Ja, hallo. Hallo. Ja, alles ist gut. Hallo, Streich. Jetzt haben wir auch. Wow. Gelassenheitstraining inklusive heute? Ist dir alles egal, Caballero? Ja? Nee, das war zu kurz. Ich glaube, ich rutsche noch mal rüber mit meiner Leiter. Nein, ich schaffe das! Nee, es verliert seine Flugkraft. Das wird was, denke ich auch. Kann ich? Ja. Hallo, ihr Lieben, kommt zu einem neuen Video. Wir wollten noch ein... Das läuft. Ah ja, der Dienstroller.
Ich bin einfach so verliebt in diese Jahreszeit. Es ist alles so am Erwachen. Es ist so ein schöner Abend. Jetzt hast du das Bild gecrashed. Jetzt ist es nicht mehr so romantisch. Es sieht gefährlich aus, was du hier hast. Ich mach dich gleich noch einen Kopf kürzer. Lecker. Weiß ich jetzt nicht. Na, dein Pferd ist aber bockig. Wieder fest. Kannst du es bereit? Und hier sind in der Zwischenzeit eine Portion Mash durch. Hallo, du sollst hier. Nein! 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 Oh, Lumpy! Hier wartet eine extra Portion Mesh auf dich. Kannst du es bitte fressen? Wow! Hallo! Da! Da! Auf dem Boden! Da! Es ist der Wahnsinn! Da! Ich glaube, hier ist jemand sehr gut drauf. Nein, wir reiten jetzt nicht hier an einer Hand zum Tor. Ja, ja, du willst hier schon wieder rumbocken, ne? Wenn ich jetzt aber gleich mit dir anfange zu arbeiten, ist das wieder in Ordnung. So wie man sie kennt und liebt. Oh Gott, wir haben echt die süßesten Berittkunden. Ich habe die Karte gerade schon gelesen. Das packe ich jetzt nicht allein aus. Das können wir zusammen machen alle. Aber richtig süß. Oh Gott. Oh, herrlich. Auch mit dabei. Hi. Das ist Working Equitation für Arme.